der Teil, auf den ich mich am meisten freue. Wir müssen nämlich alle Fische von hier rausfangen und ins neue Aquarium tun. Da kein Bock, Alter. Ich werde da ewig brauchen. Ich bekomme die da nie raus, Alter. So, Fische habe ich jetzt alle, also alle, die ich gefunden habe, mehr sind glaube ich nicht drin, aber ich habe auf jeden Fall noch zwei Amano-Garnelen drin gehabt und ein Otocinclus und zwei gestreifte. Ich will jetzt da nicht reinlangen, aber die Fische sind gerade alle hier unter diesem Moos da. Es sind 14 blaue Neons und 4 von den Funkensammlern. Okay, dann gewöhne ich die Fische mal ins neue Wasser und tue sie rein. Ich habe neue Fische, ich tue die jetzt rein und dann erkläre ich alles. Ich wollte eigentlich gerade nur kurz Futter holen für meine Tiere und dann bin ich natürlich auch zu den Fischen in die Fischabteilung gegangen, habe da nur mal grob durchgeschaut und dann sehe ich da diese Ringelhechtlinge. Und die hatte ich schon länger gesehen und mir gedacht, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit für uns Aquarium, weil es ein kleiner Fisch ist, man da ein Pärchen sich reintun kann. Und heute, ja, wie es halt ist, wenn ein Sebi unterwegs ist, sehe ich genau die Fische und ich konnte es mir nicht entgehen lassen, habe natürlich zwei mitgenommen. Ja, ich tue sie jetzt rein. Das werden jetzt erstmal die letzten Fische sein, erstmal. Außer ich habe noch Platz für was Kleines oder ich finde irgendwas richtig Spezielles, aber erstmal sind es die letzten Fische. Oh. Gebt euch mal die Farbe. Sieht jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen blass aus, weil er wahrscheinlich gestresst ist. Aber ich habe ein Männchen und ein Weibchen mitgenommen. Also ich hoffe, dass das andere ein Weibchen ist. Die meinte nämlich, sie hat die Fische aus zwei verschiedenen Lieferungen bekommen. Darum kann sie das Geschlecht nicht genau sagen, weil jüngere Tiere, da kann man das noch nicht unterscheiden, das Geschlecht. Da schauen dann alle Tiere so blass aus wie er oder sie hier. Darum hoffe ich einfach mal, dass das jetzt ein Pärchen ist, weil die Weibchen schauen eigentlich ein bisschen farbloser aus und ohne rote lange Schwanzflosse. Und
Ja, ich hoffe einfach mal, dass es ein Pärchen ist, dass die zwei sich verstehen. Und vor allem, was auch wichtig ist, dass sie sich mit allen anderen Fischen auch gut verstehen. Sonst, die Neons und die Funkensalmer, denen geht es allen prächtig, die schwimmen hier rum, das ist echt nicht normal. Wenn ich fütter, dann geht das Aquarium richtig ab, Alter. Also ich bin richtig stolz auf das jetzt hier, so wie es sich entwickelt hat, so wie es geworden ist. Gerade wenn man hier unten die Garnelen rumfetzen sieht. Und ja, was ich auch gemerkt habe, dass die Otocinclus viel mehr aktiv sind, seit ich die Neons drin habe, weil der Otocinclus ist ja eigentlich ein Bodenfisch. Und wenn ein anderer Fisch, der jetzt, sag ich mal, oben schwimmt, so ein Schwarmfisch wie die Neons, ein kleiner, wenn so ein Fisch oben rumschwimmt, fühlen die sich viel sicherer und kommen dann halt viel mehr raus und sind viel mehr aktiv. Weil halt einfach oben was los ist, dann fühlen sie sich sicher. Sie sind nicht das einzige Opfer in der Natur. Sie würden nicht sofort gefressen werden. Und darum ist es für die besser, wenn man einen anderen Fisch noch oben hat, um rauszukommen eben. Und das war echt der Fall. Also man sieht hier, der eine ist hier fleißig am Putzen vorn. Und auch irgendwo weiter hinten sieht man die. Das Einzige, was mit den Corydoras los ist, weiß ich immer noch nicht. Die sind immer noch ein bisschen scheu. Also, ja, da weiß ich nicht so ganz, was mit denen noch alles wird. Aber jetzt tue ich erstmal die Fische eingewöhnen.